Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, sofort und gleich YouTube gegen MenYX im Siege. Jo. Und dann lasst uns mal mit dem Kampf beginnen. So. Bobby. Jetzt könnten wir. Na komm, wir mal gleich den Teufel Bobby. Teufel Bobby. Den Teufel Dobby, genau. Teufel Bobby. Und gegen Cards 1973. Ja, da passiert jetzt nichts mehr. Jetzt können wir hier noch den da setzen und dann Worst Days. Zack, bam. Der Kampf ist noch nicht fertig, oder? Gleich. Jetzt ist der Kampf fertig. Ich weiß. Dein Skippen dauert halt einfach länger, als einen normalen Zug zu machen. Nein. Weil er jedes Mal in dem Moment, wo er errechnet hat, dass das Match vorbei ist, keine Ahnung warum, dann braucht er nochmal eine Ewigkeit. Das ist ganz besonders. So, weiter geht's. Gott, halt war nicht super. Hervorragend. Ja. Bei dir muss man nur 50 FPS erstellen. Pitchy von MenYX. Und da kommt Gleich? er mit einem Todesball, ja? Eigentlich müssen wir mal die 10 FPS anstellen, oder? Keine Ahnung. So, ein Peter am Start. Und jetzt machen wir hier eine lila Nacktseil ziehen. Ist jetzt gleich auch weg. Oh nein, dann machen wir hier noch einen Rogers Kleiderschrank und dann wieder Boah, den das ist falsch, Teufel oder? Bobby. Yeah. So, der Kampf ist vorbei. Guck, jetzt hat er errechnet, der Kampf ist vorbei und dann braucht er nochmal 10 Sekunden, um die Karte zu setzen. Warum auch immer. Also spätestens dann, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich einen Kampf nicht beende und es dauert so lange, dann denke ich mir, Kapitulierst. verdammt nochmal, was ist jetzt passiert? Ja, habe ich irgendwas übersehen? Weil dann weiß ich, ich habe mein Match verloren. So. Feliz cumpleaños. Ja. Kali. Ja. Happy Birthday, hast du es gesagt? Ja, Katni hat Happy Geburtstag. Birthday, wahrscheinlich Happy Birthday, oder? Happy Birthday. Ja. So, dann haben wir einmal einen Bob. Kali, if you see this, happy birthday Ja, to das machen you. wir im zweiten Video. Tom. Home Ec Teacher. Dann können wir auch einen Titel schreiben, Kali. Happy birthday. Brauchen wir nicht in den Titel Doch, damit reinzuschreiben. Kali das Video vielleicht sieht. Als Gildenbester. Ja, gleich. So. Ja. Tom. MenYX. Aber da müssen wir was Spezielles eigentlich dafür. So. Opera Singer Lila. Wir müssen eigentlich so eine Compilation. Komplimation. Meintest du eine Compilation? Compilation? Ja, du hast es erfasst. Eine Eine Compilation. Compilation machen aus so ein paar Matches, wo er immer eine 1000 geholt hat. Wow. Ja. Dann müsstest du mal ein paar Screenshots machen, dann gleich. Ja. So, weiter geht's. Ja. Angriffsinsel. Weil Kali Und holt in eigentlich jedem Match. Ich glaube, in vier Matches holt er dreimal die 1000 oder nein. viermal die 1000. In, Also sagen wir mal, in 10 Matches holt er 8-mal die 1000. ist es nicht so schwierig, glaube ich, da 1000 herauszuspielen. Das ist nicht wirklich schwierig, nein. Bob! Bob, und dann haben wir hier die Please don't Stuff. dream. Homework teacher. Home Ec Teacher, und jetzt haben wir hier die Furzschule für Hochbegabte. Gegen Rexar.
Ja, Leute, nochmal sorry, dass heute kein Video kam. Also kein Minecraft oder Fortnite Video. Und zwar war ich bis vor 2 Stunden jetzt in der Notaufnahme. Und ja, deswegen kam jetzt kein Video. Ja, kam von der Schule nach Hause mit einem dicken Daumen. Nein, das kam nicht vom Nasebohren, sondern das kam vom Basketballspielen. Ja. Ein Basketball ist direkt auf den Finger geflogen. Auf den Daumen. Auf den Daumen. Warum spiele ich eigentlich jetzt Maxi Paddy? Weil du mal wieder überfordert bist. Weil ich jetzt hier am Labern bin und dann spiele ich so einen Schrott. Wieso spiele ich jetzt Maxi Paddy auf eine... Das ist deine beste Kombo im Deck. Stimmt's ja gleich? Warum habe ich jetzt Maxi Paddy gespielt? Weil er gleich nicht multitaskingfähig ist. Sprachfehler ist auf jeden Fall wieder am Start. Ich kriege aber auch momentan echt hier ein bisschen zu viel. Ja, du hast mit der Story mit drauf geholt. So, jetzt ich muss jetzt erstmal hier, ich muss jetzt mal die nehmen, auch mit zum Heilen, dann macht jetzt erstmal da oben den weg. Boah, das Zeitlupen-Match. Stell dir vor, das hättest du jetzt noch auf 1. Das absolute Zeitlupen-Match. Ein Match dauert 10 Minuten. Jetzt erstmal da hinten. Gleich ist in einer Stunde, nee, Quatsch. In einer Stunde 40 Minuten fertig. Alter, ich krieg aber auch nichts mehr jetzt auf die Kralle, ne? Das ist echt unfassbar. Nichts kriege ich auf die Kralle, ey. Kann nicht wahr sein. Du hast gewonnen. Ja, ich hab's gewonnen, aber das war jetzt... Holy crap, das war echt... So, jetzt warum hab ich die... Nee, sorry, das war mir jetzt... Vor lauter Gelaber, ja, verbock ich fast dieses Match. Weiterreden. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Mach weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin. Ich du bin warst gerade da so gewesen, er kam von der Schule heim mit dem dicken Ach so. Daumen. Ja, das haben wir schon, hab ich schon gesagt. Ja, und dann vom Basketball spielen. Ja, hast einen Ball drauf bekommen. Ja. Ja, und? Ja. Und dann war er weg. Dann war er mit der Mutti im Krankenhaus in der Notaufnahme. Ja, da saßen wir 1,5 Stunden erstmal, bis wir überhaupt mal dran kamen. War cool auf jeden Fall. Gaggerball. Mach lieber den Stuffington Eckel. Ich mach One Man Musical, die wird wenigstens. Ja, wieso? Die dreht jetzt gleich richtig auf. Oh Gott. Nö, wieso denn? Die dreht er jetzt gleich richtig auf. Die hat jetzt schon 46 Schaden. Und gleich noch viel mehr. Leute, ihr müsst wissen, Herr Grace hat keinen Beruf, ich spiele. Nein, überhaupt nicht. 500.000. Das stimmt überhaupt nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ich bin Top 10. Von hinten. Nee, von vorne. Okay, gut. Tut mir leid. Ich bin Top 2. Oh, er labert einen Kram zusammen. Du bist nicht mal Top 10 in der Gilde. So. Also. Noch 4. Hashtag. So, dann haben wir hier Cards 1973. Oh mein Gott, er kommt mit einer Tom Landry Middle School, die noch nicht mal hochgepusht ist. Einmal gefused und dann sind ihm die Gigiwatts ausgegangen und er hat es einfach vergessen. So, Horse Rider Tina, also Cards, wenn das... Wenn du das Video hier siehst, lass die Karte einfach so, wie sie ist. Working Song. Oh, holy crap. The Bobby wird zum Jealous Bobby und macht jetzt hier den Anender. Aber gleich fertig. Gleich, was denn? Gleich muss ich erstmal wieder Hessisch sprechen, weil mit seinem Hessisch, das ist super, wenn er Hessisch spricht, damit alle das verstehen. Ah, klar. Du kannst gar nicht Hochdeutsch sprechen. Ei, hör schon mal, na klar, ist das super. Hä? Hm? Ohne Video. Mhm. Da waren zwei Videos am Start, hier sind null. Mhm. Was? So.
Das macht einfach so gar keinen Sinn. Also, und es geht weiter. Dann haben wir hier noch drei. Noch zwei. Drei. Zwei. Drei. So, ein Softball. Sexualkunde, Peter. Und jetzt kommen wir mit dem Bob. Genau, mit dem Bob. Mit dem Bob. B-A-B. Mit dem Bob. Mit dem Bob. Und dann kommt noch der Hip-Hop-Bob. Der Hip-Hop-Bob. Der Hip-Hop-Bob. Und der macht gegen Pitchy, die Studentin Amy, jetzt kaputt. Bob. Er schickt sie zurück auf sein, auf ihre Unibank. Die letzte Reihe. Herr ab nach hinten. Gleich. Ab nach hinten. Herr Gletscher. Wer kennt ihn noch aus dem Stream, Leute, den Herr Gletscher? So. Herr Gleich? Kennst du ihn auch noch, den Herr Gletscher? Herr Gleich? Nee, kenn ich nicht. So. Tom Man YX. Dann haben wir einmal eine Tina hier. Bender Stucklings. Was hätte ich denn zur Wahl? Oh, Jeff Cat Binge. Die zerstört definitiv Benders Ducklings. Bam! Kaboom! Und schon ist weg. Ist das nicht geil? Ist das nicht schön? Ist das nicht hervorragend? Ich liebe die Gasattacken. Oh, was denn? Jetzt, wo er, du weißt schon, er hier bekannt wurde, ne? Hier, siehst du das hier? 2,5? Einem, ja? Auf einmal 56, guck mal hier. Wie ging es von 800? Ja, das versteht kein Mensch, was du jetzt gerade redest. Darf ich auch gerade nicht sagen, oder? Warum darfst du es nicht sagen? Okay. Aber ich verstehe nicht, das bringt doch jetzt in dem Video hier überhaupt nichts. Kein Mensch weiß, wovon du überhaupt sprichst. Ich weiß, weil du weißt es gerade. Ja, aber das bringt den Leuten nichts, die das Video gucken. So, Tom Man YX. So, Bender. So, und Chef Cap Binge hat sich vorne durchgesetzt auf der 1. Ja, Leute, wie weit seid ihr im Swole Club? Level 180. Und jeder, der diesen Kommentar gehört hat, weiß, wie unqualifiziert derjenige ist, der das gesagt hat. Wer ist denn das? So, also, Kelvin K. Mit was kommt der denn da? Mit einer Mac Magnaberry Artist Colony. Die habe ich irgendwann mal in meinem Deck gesehen, die Karte. Ja, die wird mir gleich ein bisschen wehtun, hier die Chest Etching. Aber, jetzt komme ich erstmal da damit. Erstmal den da vorne ausblocken, Chest Etching. Und dann haben wir noch den Peter. Da können wir den Devil Bobby dagegen setzen. Wieder mal. Und bevor ich das mache. Nein, 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 warum? Ja, Mann, Herr Gleich, ich bin immer noch drüber. Was? Bist du immer noch drüber? Ja. Ja, cool, da freue ich mich. So, Kelvin K. Was? Squats? Ja. Was? So, Kelvin K. ist jetzt bezwungen und damit haben wir dieses Match gewonnen. So, 4.300.
Ja, 4.300 sind 19.000. So, das war's jetzt hier erstmal. Also, wir gucken mal ganz kurz hier rein. Wie viel? Oh, da gibt's auch einen Ninja. 37 haben bis jetzt von denen gekämpft. 14 Minuten haben wir noch. Bei uns sind es momentan 44. Also, Tomek. Ja, Ricky, Spanish, Nero, Junkhead, Frankensee, Jo, Robert, Bounty, Dani, Achtnatsch, A, Abdam, der Pate, Topdas, Krankus, Herr Gleich, Dietronic, Eat Fresh Food, alle mit einer glatten 100. Strommis, beide, Henny, 82, Crow, Michael, Casey, Remington, Fuckburger, Teklis, Grumelli, Apokalyptica, Manuel K., Big, 91 Punkte. Gamer Guy, Thomas, Cookie, Kings, Sonja, Ansgar, Brownie, Nerf, Dennis, Ulrike, K, Tularis, Marlene, Dunkel, Funken, Oli Z, Gecko Moria und Pokerstars Paolo. So, das war's jetzt hier von diesem Siege. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Roder. Mit mir dem Herrn gleich, macht's gut, bis dann und tschüss.